Ja, Mahlzeit, meine Lieben. Ich möchte heute ein, ich hoffe diesmal kurzes Video machen, denn es geht um ein relativ einfaches, übersichtliches Thema. Ihr seht es auch gleich. Ich habe auch ein Bild, das so selbsterklärend ist, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen. Die Frage ist, wann lohnt es sich, mit einem anderen Menschen ein Gespräch fortzuführen? Das ist ja oft so, wir merken das nicht. Wir fangen ein Gespräch an und sind so sehr in die Thematik vertieft, dass wir nicht einen zweiten Blick von oben haben auf, mit was für einer Person sprechen wir da eigentlich. Und dann ist man oft sehr frustriert über viele Zeit, viele Energie, die man vergeudet hat, mit einer Person gesprochen zu haben, von dem man eigentlich na, ein bisschen, wenn man das testet, auch im Gespräch hätte feststellen müssen, ja, der Dialog ist eigentlich nicht wirklich, kann man sich eigentlich schenken. Dazu gibt es etwas, das ich leicht modifiziert habe. Vor vielen Jahrzehnten im Studium habe ich ein Buch gelesen in der Uni-Bibliothek. Das heißt The Open and the Closed Mind. Es ist meines Wissens nach nie in Deutsch übersetzt worden. The Open and the Closed Mind, also der offene und der geschlossene Geist von Milton Rokitsch. Das war ein Buch von 1960. Ist zwar 2015 nochmal neu aufgelegt worden, aber das ist alles heute astronomisch in Preisen, kann man leider nicht mehr so richtig kaufen, es sei denn, man ist relativ wohlhabend. Das ist aber bei vielen sehr akademischen Büchern der Fall. Aber auch darum geht es hier nicht. Der hat sehr viel geschrieben über, was es ausmacht, wenn Leute ideologisch fixiert sind und so weiter. Das war sein großes Forschungsgebiet. Und eins von ihm habe ich hier etwas modifiziert wiedergegeben, weil ich das für einen Schlüssel halte. Mir ist das gerade vor einigen Wochen nochmal begegnet in einem Video. Da erwähnte jemand diesen Rokitsch und sein Schema. Und ich erinnerte mich daran, dass im Studio, Mensch, ja, das wusstest du doch noch. Hat mich auch sehr beeinflusst, aber so bewusst diese Zuordnung und diese Aufschlüsselung war mir nicht mehr klar. Und ich möchte das kurz machen, damit man weiß, okay, mit dieser Person ist ein Gespräch nicht wirklich sinnvoll. Es geht hier, wie ihr seht, es gibt hier 1, 2, 3, 4, wenn man so die Ebenen sieht, die horizontalen. Es gibt hier vier Arten der Kommunikation und wie Menschen darauf reagieren. Wir haben hier vier so Manneken. Das ist jetzt für Männer, Frauen und sonstige repräsentieren, stehen. Eine Person ist da. Und dann haben wir daneben die Aussage, die sagt irgendetwas. So. Und es gibt im Prinzip der erste Fall, Fall Nummer 1, das ist der Fanboy, habe ich das genannt. Ich habe das mal aktualisiert. Wir stimmen der Person zu. Also wir mögen die Person. So, die Person ist okay. Und die Aussage ist auch okay. Das heißt, wir sagen, das ist eine sympathische, kluge, gute Person. Und das, was er oder sie sagt, ist auch richtig. So. Das ist das Erste. Man ist es, Fanboy ist ein bisschen karikiert, aber man sagt, man ist dann in der Regel beidem wohlgesonnen. Das kann ein geschlossener Geist und ein offener Geist. Beide können das. Sie können sehen, ich mag die Person. Und ich mag das, was die Person sagt. So. Und was der geschlossene Geist auch kann, ist der Hater. Er sieht, er mag die Person nicht und mag auch das, was die Person sagt, nicht. Da hört es bei dem geschlossenen Geist auf. Er kann nur diese zwei Dinge. Entweder er mag die Person und das Gesagte, oder er lehnt die Person ab und das Gesagte. Das heißt, ein geschlossener Geist zeichnet sich dadurch aus, dass er Person und Inhalt nicht trennen kann. Wenn eine Person etwas sagt, das dem geschlossenen Geist nicht gefällt, dann wird er die Person hassen, ablehnen. Und wenn er etwas hört von einer Person, die etwas sagt, das ihm gefällt, dann wird er auch die Person mögen. Oder auch umgekehrt, mag er die Person, wird er alles, was die Person sagt, mögen. Oder hasst er die Person, wird er alles, was diese Person sagt, hassen. Das ist ein Kennzeichen eines geschlossenen Geistes. Wenn man das feststellt, man kann das auf die Probe stellen mit ganz einfachen Methoden. Einfach, indem man jemandem eine Testfrage stellt, von der man ahnt,
Der könnte jetzt sagen, okay, die Argumentation ist eigentlich richtig, vielleicht sogar in seinem Sinne, aber er kann sie nicht annehmen, weil der die Person ablehnt. Oder umgekehrt, er wird die Person, wenn man zum Beispiel etwas sagt, ich hatte gerade ein Erlebnis, in dem ich das wieder festgestellt hatte, ich habe diese Videos schon seit Tagen vorbereitet im Geiste. Ich hatte gerade argumentiert auf einem Mittelerde-Forum und habe gesagt, es kann keine schwarzen Zwerge und keine schwarzen Elben geben, weil sie sind nicht evolutionär entwickelte Wesen, sondern sie sind von Eru Ilúvatar erschaffene, also quasi künstlich geschaffene Wesen, wenn man so will. Sie unterliegen keiner Evolution. Von daher kann es keine Spaltung in Ethnien oder Rassen geben. So könnte man sagen, sie sind alle schwarz, sie sind alle Asiaten, sind aber alle weiß, aber rein von der Logik her können sie nicht Evolution haben, denn sie sind fertig geschaffen und unveränderbar. Von Aule, der den Zwerge erschaffen hat, und von Ilúvatar und den Valar, also den Göttern und dem Obergott im Lied, sie sind fertig, abgeschlossen. So, sie haben keine Evolution mehr. Sie haben nicht das, was Menschen haben, dass sie sich irgendwann mal in Ethnien und Rassen aufspalteten. Das haben sie nicht. Sie sind per se. Und da Tolkien sehr darauf basiert, beharrte, es ist eine angelsächsische Art Ersatzmythologie. Und er sie auch immer als fair, also hell beschrieb, ist es klar, dass die Elben und Zwerge zumindest alle hellhäutig sein müssen. Bei den Menschen ist es noch so, es gibt dann die Insel Numenor, da spielt jetzt gerade das Ringe der Macht. Ich habe zum Trailer das kommentiert. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass auf Numenor etwas anderes als Weiße, denn die Numenorer waren ein von Ilúvatar erwähltes homogenes Volk. Es war nicht, dass irgendwelche Menschen quer über den Kontinent von allen Richtungen eingefangen und dann auf Numenor runterfallen lassen wurden, sondern es war eine ganz bestimmte Großfamilie, sagen wir mal, und deren Volk. Denn in diesen archaischen Zeiten gibt es kein Multikulti. So, das ist einfach so. Kann man toll finden oder schlecht, man kann Tolkien dafür hassen. Das ist was anderes. Das ist die Trennung von Aussage und Person. Aber die Antwort, die ich bekam, war, ich bin ein Rassist. So, ganz einfach. Und das ist ein geschlossener Geist, in diesem Fall der Hater. Er mag die Botschaft nicht, oder sie, ich weiß es nicht mehr. Die Person mag die Botschaft nicht, also muss die Person, die es sagt, auch negativ sein. Das ist das Zeichen eines geschlossenen Geistes. Und das lässt sich, wie gesagt, da lässt sich viel Zeit ersparen, wenn man irgendeine Frage stellt, so dass man merkt, okay, es hat keinen Sinn, mit solchen Leuten weiter zu diskutieren. Ein offener Geist, deswegen ist die Klammer größer, kann vier Reaktionen. Natürlich kann auch ein offener Geist sagen, die Person und die Aussage lehne ich ab. Das ist klar, denn das kann ja zusammenfallen. Ja? Ein offener Geist kann auch sagen, ich stimme der zu, weil die Person ist klug und das, was sie sagt, ist klug. Er wird diese beiden Dinge aber nicht verbinden. Für ihn kommen sie mehr oder weniger zufällig zusammen. Denn er kann sich vorstellen, Fall Nummer 3 und 4. Fall Nummer 3 ist sozusagen die Kritik an der Person, aber der Sache stimme ich zu. Deswegen habe ich das den persönlichen Kritiker. Er sagt also, die Person kann ich überhaupt gar nicht leiden. Wir haben das zum Beispiel oft über Sarah Wagenknecht. Wenn Leute, die per se nicht links sind, Sarah Wagenknecht hören, dann sagen sie, das ist eine ganz wichtige, tolle Aussage, aber trotzdem lehne ich Sarah Wagenknecht ab. So, um ein Beispiel zu bringen, das man immer wieder sehen kann. Das ist was ein offener Geist, weil er trennt Botschaft und Person und sagt, ja, das, was die Wagenknecht gerade gesagt hat, ist wirklich spitze, aber ich mag die Person trotzdem nicht, weil sie ist halt links und steht noch für viele andere Dinge. Man kann den, die Aussage ist getrennt, das kann ein offener Geist nur. Ein geschlossener Geist kann das nicht. Und dann ist das vierte, ich möchte sagen, ist fast noch die größere, die höchste Komplexität, das ist der sachliche Kritiker. Auch das kann nur ein offener Geist, nämlich wenn er sagt, ich mag die Person, ich finde die okay, ein Freund zum Beispiel, aber das, was er da sagt, lehne ich ab. Und trotzdem bleibt das mein Freund. Oder umgekehrt kann man natürlich genauso gut sagen, das ist jetzt eine Person, die finde ich entsetzlich. Das ist einer der furchtbarsten Menschen der Weltgeschichte. Aber den Satz, den er da geschrieben hat, ist trotzdem richtig. Ja.
Das ist das berühmte, ich sag mal, hat der, um das, es ist einfach so Klassiker, ne? Das ist dieses, man sagt immer, wenn Hitler gesagt hätte, 2 und 2 ist 4, dann würden die Woken heute sagen, 2 und 2 ist 5. Das ist so ein bisschen der jetzt im ganz Extremen, ne? Also der sachliche Kritiker im negativen Person wäre, das ist die schlimmste aller denkbaren Personen. Aber wenn er sagt, es ist 14:30 Uhr und es ist 14:30 Uhr, ist es 14:30 Uhr. So, weil es halt gerade 14:30 Uhr ist. Es ist unabhängig davon, weiß ich nicht, nehmen wir irgendein AfD-Mensch, würde jetzt wider allen Erwartens einer der Bundestagspräsidenten, da wird ja eine ganze Reihe gewählt, was ihnen eigentlich zusteht und aber verwehrt wurde, und er würde sagen, meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung, es ist 15 Uhr, ich weiß nicht, ob die Zeit ansagen, ich sag mal nur so, und dann würden alle Nicht-AfDler sagen, nein, es ist nicht 15 Uhr, weil sie sind geschlossene Geister, weil sie lehnen alles ab, weil alles, was der als böse gebrannte Mann sagt, muss unwahr sein, ja. Oder wertlos. Oder kann man nicht sagen. Oder man hat das jetzt zum Beispiel, naja, gut, da will ich mich nicht drauf einlassen. Also, ihr seht, es glaube ich, es muss nicht viel dazu gesagt werden. Es geht um die entscheidende Frage: Ist man mental in der Lage, Person und Aussage zu trennen? Und für den geschlossenen Geist ist das immer eines: Ist die Aussage schlecht, muss die Person schlecht sein? Ist die Aussage gut, muss die Person gut sein? Oder umgekehrt, ist die Person gut, müssen all ihre Aussagen immer gut und richtig sein? Oder ist die Person schlecht, müssen alle ihre Aussagen immer schlecht sein? Das kann man, wie gesagt, in einem Gespräch kann man sich was einfallen lassen, was gerade auch passt, mal antesten. Und wenn man das merkt, das ist ein geschlossener Geist, er kann das nicht trennen, kann man die Diskussion sofort beenden oder spart sich unglaublich viel Zeit und emotionale Energie. Während ein offener Geist kann natürlich sagen, okay, weiß ich nicht. Schurkische Menschen sagen manchmal schurkische Dinge, dann kann er beides ablehnen. Oder gute und weise Menschen sagen zuweilen natürlich kluge und weise Dinge, und dann sagt er, gut, das ist, aber es ist für ihn nicht zwangsgebunden. Es ergibt sich nicht logisch aus dem einen das andere. Sie sind trotzdem getrennt in seinem Kopf. Das ist der offene Geist. Und das ist, wie gesagt, die Fälle 3 und 4 kann ein geschlossener Geist. Er kann nicht Person und Aussage trennen. Er sieht, da ist eine Person, aus die er aus irgendeinem Grund ablehnt, und alles, was diese Person sagt, kann nicht richtig sein. Während in diesem Fall der offene Geist sagt, ja, ich mag, das ist der persönliche Kritiker, ich lehne diese Person ab, ich kann den nicht leiden, aus welchen Gründen auch immer, aber diese Sätze oder dieses Buch, das er geschrieben hat oder was auch immer, diese Rede, die er gehalten hat, ist eine gute Rede, dem stimme ich zu, das ist wahr. Und umgekehrt, dann ist dann der, wie gesagt, der sachliche Kritiker ist nochmal der größte Klimmzug, weil man hat in diesem Fall die Kritik an der Sache. So. Und die Person, in der Regel, ist man ihr wohlgesonnen. So, und es ist etwas, wo man sagt, okay, ja, es geht mir hier um die Sache. Ne? Der persönliche Kritiker würde sagen, ja, es geht mir jetzt nicht so sehr, was die Person sagt, sondern was sie tut, was sie verkörpert. Aber weiß ich nicht, da könnte man sagen, auch wenn man selbst, sagen wir mal, rechts ist und hört einem Linken zu, dann sagt er, ja, der Satz ist richtig, wie sagt Sarah Wagenknecht, aber wofür sie steht, das ist persönlicher Kritiker, Fall 3, wo sie, wenn sie was sagt, so, und dann sagt zum Beispiel ein Rechter, ja, ich stimme den Aussagen zu, aber ich lehne die Person trotzdem ab. Oder umgekehrt, wenn der Fall einträte, dass ein AfD-Politiker kommt und ein Linker sagt, ja, der Satz ist richtig, das wäre dann ein offener Linker, ein vielleicht etwas seltener Fall, Leute sagen, man weiß es nicht, also jedenfalls hat man den Eindruck. Aber wenn ein Linker sagen würde, da sagt, weiß ich nicht, Björn Höcke sagt etwas, ich lehne den ab, persönliche Kritik, aber der Satz ist trotzdem richtig. Und umgekehrt, die sachliche Kritik ist, die Auseinandersetzung mit der Sache. Ne? Wo man sagt, die Person ist mir egal, es geht um die Sache. Und da kann das dann übereinstimmend sein oder auch nicht. Die Person ist dann dabei irrelevant, während in Fall 3 Person und Kritik noch auseinanderfallen. Also da ist das eine gut, das andere schlecht. Während man beim sachlichen Kritiker sagt, okay, ich finde die Person gut. Ich setze mich mit der Sachlage völlig unabhängig davon auseinander. Und das muss man im Kopf behalten, wenn man in unserer Zeit nicht total Zeit verschwenden will.
Weil, wie gesagt, wenn man merkt, jemand ist, und es ist leider eine sehr große Zahl von Leuten, die heute einen geschlossenen Geist haben, das ist, glaube ich, eines der Merkmale unserer Zeit, dass Leute auch persönlich nicht mehr in der Lage sind, die Ideen zu erwägen von einem Menschen, den sie nicht leiden können, oder umgekehrt die Ideen kritisieren von einem Menschen oder einer Partei oder einer Bewegung, der sie an sich zustimmen. So, das war's. Video soll, wie gesagt, kurz gehalten sein. Ihr könnt euch auch diese, darum habe ich das, dieses Schaubild könnt, zum etwas übersichtlichen Marken. Seht das, dass ihr damit Diskussionen, lange dramatische Zeitverschwendung und emotionales Aufrauen kann man sich damit relativ leicht im persönlichen Leben schenken. Danke fürs Zuhören.